Und herzlich willkommen bei Let's Replay mit dem Legend Jesus. Heute ist wieder der Johann alias XYZ0815 am Start. Er ist zusammen mit Debris und Leo im Zug. Alle drei sind im DCA-Clan. Schöne Grüße an der Stelle. Sie sind auf Heiligenthal im Standardgefecht, der Leo im K1S und Debris und der Johann auf der SU-100. Ist natürlich bei so einem Matchmaking die Macht. Also kann man einiges machen. Gerade wenn man sich im TS abspricht, einiges möglich. So, gucken wir uns mal ein bisschen die Verteilung an. Gut, wird einiges rüber. Debris trennt sich von Leo und Johann. Die Grille, weiß nicht, wo die hinfährt. Okay. Ich kenne mich mit der Map und Artis nicht so aus. Auf jeden Fall. Debris fährt oben zum Cap. Also Cap, bin bescheuert, zum Kloster natürlich. Und Johann fährt zusammen mit Leo rechts den Berg hoch. Okay, das sieht mir ziemlich gewollt aus, dass Johann die Bäume umfährt. Ja, eigentlich clever. Gibt schön Deckung, okay. Wenn er jetzt noch ein Stück vorfährt, könnte er wahrscheinlich links in die Stadt mitmümpeln. Wir kennen dieses Replay natürlich noch nicht. Bin sehr gespannt. Rille zieht sich ein bisschen zurück. Okay. Debris ist fast alleine oben auf dem Kloster. Also zu zweit. Und was mir auffällt, ziemlich viel fährt durch die Mitte. Und ist ziemlich offen. Nicht so schön. So, schauen wir mal, wie sich das jetzt angeht hier. Dort, T49, SU-85, da würde ich nicht so vorfahren, da hast du keine Chance. Ja, vor allen Dingen, weil da eine Hellcat ist, so, Grille trifft nicht. So, wenn Johann jetzt vorfährt, könnt ihr den Aal anfassen, ne, okay, will er nicht. Sehr schöner Treffer beim Leopard. Oh, nach 2 Minuten 03 schon wieder, okay. Leopard kommt vor. Hellcat. Hellcat muss da auch unbedingt raus. T6 Gefecht, sehr gefährlich. Sollte man, falls man Leopard und eine Hellcat beschießen könnte, immer schön auf die Hellcat. Sehr schöner Treffer von Leo. T28 lässt sich einfach so wegrauchen. 04. M6 stirbt da unten auch. Gut, okay. KV2. Wo ich gerade hier bei gefährlichen Tanks bin. KV2. Mit HE-Gun. Oder der Trollgun und HE. Die HE macht so um die 300, wenn sie nicht durchkommt. Wenn sie durchkommt, 800, 900. Sprich, ist alles One-Shot. Selbst unten der VK 3601H. So, erster Kill. Hellcat schön weggeholt. Und der T49 von Leo. Sehr schön gemacht. Der mit nur noch 2,6. Ich weiß jetzt nicht. Ach, Johann wurde gerade entdeckt. Okay. Deswegen. Ja, da sieht man schon, Bäume umfahren, gerade zum Anfang, wenn man Zeit hat und das keiner mitkriegt, vor allen Dingen. Bringt schon. Jetzt fährt er wieder an dieselbe Stelle. Gucken, Leopard, da unten kommt der KV2. Gucken wir mal ein bisschen drehen, dass wir beide sehen können. Churchill 7 gegen VK. Und da hat der KV2 zugeschlagen und er brennt ab. Gut, das war's dann mit dem VK. Die Su holt sich mittlerweile den Aal. Okay, war eigentlich auch wichtig. Leo schießt auf den KV2 und trifft nicht. Oh, ELC, Ekelamix. Auch gefährlich. Macht auch seine 200 Schaden in dem Matchup. Zwei Schüssen wäre der Johann tot. Sehr schöner Treffer von Leo. KV2, ein rein geholfen. Und kein kassiert. So, Leopard kommt hier vor. Ach, wie reagiert Johann? Kriegt er nicht mit. Versucht den AMX zu treffen. Bing, 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 bing. Nagelpistole vom Leopard. Sehr schön. Debris holt sich hinten den ersten Kill. Damit haben sie jetzt alle einen Kill. Der Dreierzug hier ist noch am Leben und zwei Artis. Okay. Jetzt scheint aber der. Sehr schöner Treffer. Sehr schöner Treffer von Johann. Gut, macht er. Ui! Ja, da hat er wohl nicht gesehen, dass er eine Kante ist. Und genau vom KV2.
Ich kann es ja schon ballern. Ah. Leopard holt sich jetzt die beiden Artis. Grille brennt weg. Damit sind die drei jetzt alleine. Okay. Drei Kills haben sie. Babab, kurz rechnen. 10 sind über. Könnten 13 Kills machen zusammen. Wird aber natürlich sehr schwer. Was wird Icken in so einer Situation machen? De Vries. Weiß ich nicht, wie die Absprache jetzt ist. Erstmal wird natürlich lauthals geschimpft, schätze ich mal. Sehr schöner Treffer von Leo. KV2 hat nur 28 HP. Aber leider auch nur noch 103. Ob das jetzt so eine gute Aktion war, weiß ich nicht. Weil jetzt hat er 100 Schaden genommen. Für nix eigentlich. Hätte er eigentlich abschießen können. Gut, an T34 wäre jetzt sowieso nicht rankommen, okay. Vielleicht hat er so gedacht, ramm ich weg und schieß den Typ T34 ab. Sehr schön gemacht. Wichtig ist das Duell hier hinten, KV2 gegen KV1S. Wenn das Leo für sich entscheidet, dann sieht es doch schon mal rosiger aus. So, 2 Tier 6er noch auf der gegnerischen Seite gegen 3 Tier 3er. Zwischen 3 Tier 6er, so muss ich sagen. So, dahin kommt die Breeze. Sollte bestimmt per Absprache im TS den Typ T34 da erledigen, weil Johann nicht rankommt. Da ist er offen. Nee, ich glaube, er hat auf den KV2 geschossen. Der immer noch lebt. Leben beide noch, okay. Johann hat kein Tarnnetz mit sich gerade, sondern nur Schirmvisier. Hätte ich jetzt persönlich nicht so gemacht. So, Debris, sehr schöner Kill. 2 Kills für Debris, 2 für Johann und 1 für Leo. Da muss Leo noch ein bisschen nachlegen. Aber schwer. Und da wird er vom KV2 gekillt. Eieiei, jetzt sind sie bloß noch zu zweit. Gut, KV2 hat geschossen. Sollte für Johann heißen. Ja, kommt da ran. So schnell wie möglich vor. Abschießen. Vor. Johann, vor. Oh. Jetzt wird es langsam eng, glaube ich. 20 Sekunden ungefähr, KV2 nach der Zeit. Was macht er denn? Hat er ein Mehl? Johann, da hast du Mehl gehabt. Also, und Arti trifft auch nicht. Da musst du zugeben, da hast du echt Mehl gehabt. Aber Mehl gehört auch dazu. Man lebt ja auch von den Fehlern der anderen. Weil wenn sich alle immer perfekt verstecken, dann... Ja, dann wird das ein Gekämpfe, ne? So, die Breeze. Hinten alleine. Johann versucht ihn zu unterstützen, sehr schön. Gefällt mir gut. Ja, ich würde noch ein bisschen weiter links hätte ich vielleicht gefahren. Aber wenn er da nicht gesehen wird, dann kann er da auch stehen bleiben. Sechsten Sinn hat er ja mit. Wenn er gesehen wird, schnell zurück. Die Breeze fängt sich einer. Oh, KV1S noch voll. Johann. Hilfe. So, gut. Die Breeze kann nur eins machen, flüchten. Nehmt den M3 Lee noch mit. Und stirbt an der Mathilda. Oh! Johann alleine gegen... Sehr schön, sehr wichtiger Kill, dass er den KV1S rausnimmt. Damit, 4 gegen 1, 2 Artis bei dem Gegner. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Was macht man in so einer Situation? Fährt man vor? Ja. Fährt man vielleicht eventuell zu weit vor? Und man wird weggekappt? Bleibt man hinten stehen? Wird man vielleicht von zwei Seiten flankiert? Schauen wir mal, was passiert. Ich bin echt gespannt. Ja. 4 Kills, okay. Was macht er jetzt? Ein bisschen koordinationslos jetzt. Aber mir wird sicherlich nicht anders gehen. Wollten wir mal eben den Damage angucken. 175 Durchschlag, 390 Schaden. Okay, könnte alles One-Shot sein. Und mit Gold 217 Durchschlag. Aber ist in diesem Match nicht entscheidend. Also braucht er nicht schießen. Ansonsten HE-Munition. 465, 61 Durchschlag. Jetzt fährt er hier schon wieder alle Bäume um. Ist das irgendwie beabsichtigt? Na, alles klar. Er wählt die Variante, sich hinten zu verstecken. 6 Minuten sind noch zu spielen. Gut, was anderes. Er hat nichts mehr zu verlieren. Die anderen können nur gewinnen. Ne, können nicht nur gewinnen, aber sollten anstreben zu gewinnen. Bei einem letzten Panzer auf der Gegnerseite. Gut, schauen wir mal.
Steht nicht ehrlich im Gebüsch, wie ich das sehe. Ich werde noch ein Stück zurückfahren. Gefällt mir nicht. So gut er das bis jetzt gemacht hat. Bisschen Verbesserungspotenzial gibt's immer. Sichtweite weiß ich auch nicht vom von der SU-100. Ja, warten. Ich denke mal, er wird sich jetzt auch mit den anderen absprechen, von wo sie eventuell kommen können. Ich denke mal, rechts oben, wo der Leo gestorben ist, könnte einer kommen. Ja, jetzt nichts Spektakuläres. Warten wir mal weiter ab. Ist auch schwer zu kommentieren. So nix. Könnte ich ein Witz. Oh, AT2. Der Captain, er hat ihn nicht gesehen. Okay. Oh, bitte, aber hat er ihn gekettet? Ich sehe es nicht. Sieht so aus, oder? Ich sehe es nicht. Oder sieht er ihn einfach bloß nicht? Das ist ja dann natürlich, wenn er... Doch, er war gekettet. Jetzt verstehe ich nicht, warum er nicht stehen geblieben ist. Er hatte doch schon wieder einen Nümpel drin. Okay. So, jetzt natürlich. Ah, es sieht schon besser aus, weil zwei Artis hat er sich gegenüber. Da kommt schon der erste. Grille, habt ihn wahrscheinlich nicht gesehen, oder was? Sehr schön. Der mit dem Krieger. Jetzt ist er aufgespottet. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. War er beim AT2 aufgespottet? Ich weiß es nicht. Aber ja, klar, der AT2 hat sich hingedreht. Aber ich verstehe nicht, warum die AT da nicht drauf geschossen hat. Entweder ist die letzte AT AFK. Hatte ich auch schon. Dass man bei, weiß ich nicht, Stand 6-0, dass man da als AT dann einfach rausgeht, weil man denkt, das Spiel ist gewonnen. Sollte man nicht tun. So, 3 Minuten noch. Er macht es eigentlich genau richtig. Sie kommen lassen. Ja, 2 T4er. Könnte man eventuell auch vorfahren. Das hat sich Johann bestimmt auch gerade gedacht. Weil 480 HP hat er noch. Ich denke mal, der Arti wird ihn nicht one-shotten. Die T4er Arti. Ich vergleiche das gerade mal mit der 5er Arti der Franzosen. Die macht 400 noch was, glaube ich. 44 oder so. Ja gut. Munitreffer ist natürlich immer drin. Kenne ich gar zu Genüge, den Mist. So, er entschließt sich da jetzt rechts hochzufahren. 2 Minuten 20. Also Captain wird nichts mehr. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Deswegen ist genau richtig, was er macht. Vorfahren. So. Fährt er jetzt hoch. Na, was macht man? Fährt man jetzt durch die Stadt? Fährt man da außen rum? Schwierig, schwierig. Ja, entschließt sich. Gucke ich mir mal die Landschaft ein bisschen an. Oh, oh, guck mal da. Da bin ich aufgewachsen, da bin ich geboren. Oh, da. Ach nee, war es da? Ach nee. Weiter geht's. Ach nee. War doch ein ganz anderes Land. Doch eine ganz andere Map. War im Kloster. So, weiter geht's. Ah, gut. Anhaltspunkt. Da ist die Arti. Hat er ein Schwein? Hat er, oder? Oder? Also, besser hätte es nicht laufen können für ihn. Die Arti bewegt sich nicht. Das ist das, was ich meine. Ich weiß nicht, es steht 6-0. Und man geht aus dem Spiel. Die hat sich ja definitiv bewegt. Und man geht AFK. Sowas ist unmöglich. So. Natürlich richtig gut gelaufen. Er hat die Arti aufgedeckt. Plus, er weiß, wo der Gegner ist. Besser kann es nicht laufen. Damit wird er gleich einen 8-Kill machen. Gehe ich zumindest von aus, dass er neu kommt. Die Wetley Walters Medaille, wie die heißt. Und er war alleine gegen 5, ne? Dürfte dann noch diese komische Spiel 1 gegen 5 und Gewinn noch Medaille geben. Wenn er denn jetzt noch da hinkommt. Ja, sollte was werden.
Denk mal auch nicht, dass er jetzt verloren hätte durch Cap, weil 30 Sekunden würde nicht reichen. Oder? Doch, hätte doch gereicht. Einfach du schaust durch. Und zack. Sehr schön gewartet, bis sich die Matilda zu Ende gedreht hat. Und dann zack, weggeholt. Sehr schöne Runde. Super gemacht, Johann. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber die habe ich ja schon angesprochen. Und dann sehen wir uns gleich in der Auswertung. Bis gleich. Und herzlich willkommen zur Auswertung des Let's Replays mit dem Johann XYZ mit der Su-100 auf... wie hieß die scheiß Map? Kloster? Nee, Heiligental. Heiligental. Verdammt mich nochmal. So, egal. Kommen wir zur Auswertung. Premium-Spieler. 55.760, 61 Credits gemacht. 6.645 Erfahrungspunkte gemacht. Ja, wird wohl der erste gewesen sein. Premium-Spieler. Seht ihr mal. 2200 macht das aus, mit Premium zu spielen, wenn man gutes Gefecht macht. Medaillen. Wetley Walters Medaille für seine 8 Kills, die er gemacht hat. Oh, habe ich im Video vergessen zu sagen. Natürlich haben sie einen entscheidenden Beitrag gemacht. 13 Kills müssen sie gemacht haben. Dann, ach okay, wusste ich auch noch nicht. Wenn es Wetley Walters Medaille gibt, dann kann man den Krieger auch kriegen, okay. Dann hat er natürlich auch den Verteidiger, die Matilda und den AT2, den er rausgeschossen hat. Sniper, okay, Meisterschütze hat auch gemacht. Und die Kolobanov-Medaille für den... Für was ist die? Ach ja, stimmt, 1 gegen 5 und noch gewonnen. Gucken wir mal, was alles Blatt gemacht hat. Matilda, VK, KV1S, Panzer, die Arti, Grille, AT2, KV2 und die Hellcat mussten dran glauben. Gucken wir mal die Auswertung an, ist natürlich sehr eindeutig. Zack, ersten drei Plätze, Johann, 1477 Erfahrungspunkte ohne Premium. Sehr schön gemacht, herzlichen Glückwunsch, 3300 Schaden. Für ein Tier 6 Gefecht, relativ ordentlich. Auf Platz 2 der Leo, 1538 Schaden gemacht, ein Kill, 688. Und auf Platz 3 der Debris, Su-100, 1690 Schaden, 3 Kills, 642 Erfahrungspunkte. Auf der linken Seite ja, konnte der KV2 eigentlich nur mithalten. Sah am Anfang richtig gut aus für das Team, aber dann sind sie leider relativ schnell abgefallen. Haben sich nicht abgesprochen, dass sie hätten vielleicht gemeinsam fahren sollen, der AT2 und der, was ich quartet noch über war, die Matilda. Detaillierter Report, 14 Schuss, 12 Treffer, 12 Mal penetriert, 3380 Schaden. Und wir haben noch Spotting Damage, ne, potenziell erhaltener Schaden, 290, Spotting Damage, 106 Defense Points, Spotting Damage hat er gar nicht, okay. Naja gut, war zum Schluss eigentlich nur alleine und hat sich immer schön in den Hintergrund gehalten. 55.000 hat er erhalten und 10.000 hat er bloß ausbezahlt bekommen. Weiß nicht, hat er mit Gold geschossen? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, eigentlich nicht, oder? 2215 mit Premium, 327 freie Erfahrung, sehr gut. Das mal 3 sind 6645. Sehr schöne Runde. Ich hoffe, das Replay hat euch mal wieder gefallen. Also ich hoffe, es hat euch überhaupt gefallen. Und über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Ahoi!